So, ihr wollt wissen, wie ich das Glitzer in diesen Nagel gebracht habe. Das möchte ich euch jetzt einmal schnell sagen. Und zwar habe ich das Eternity Color aufgetragen. Als One. Das ist jetzt ein Gel ohne Schwitzschicht, ein Farbgel ohne Schwitzschicht, wo schon ein Versiegler drinnen hat. Also kann man auch, wie ihr da seht, als Fullcover auftragen. So, einmal drauf. Geht natürlich mit jedem anderen Farbgel. Es bleibt nass. So, jetzt nehme ich mal einen Tipp und streue das einfach da drauf. Abklopfen. Die Seite noch ein wenig. So, die Seite auch. So, jetzt haben wir mal das Glitzer drauf und das härt man jetzt einfach aus. Das Glitzer ist jetzt ausgehärtet, jetzt bürstelt es ab, dass die überflüssigen Partikel, die wo nicht fest geworden sind, dass die rausgehen. So, dann nehme ich mir mein Ultimo Shine. Ihr könnt das Allrounder Aufbaugel nehmen. Und gib eine dünne Schicht Ultimo drüber. Weil ihr seht ja nur ein paar Partikel stehen auf. Und damit tun wir das schon mal einpacken, das Ganze. Jetzt bin ich wieder aus dem Pudel gewesen, Entschuldigung. Also so richtig schön mit dem Ultimo einpacken. Könnt ihr natürlich auch mit einem Allrounder machen. So, und das wird jetzt einfach wieder 60 Sekunden ausgehärtet. Und dann käme ich wieder, die 60 Sekunden Aushärtezeit in meiner Sun-LED haben jetzt um. Jetzt tue ich cleanern. Nehme mir meine Feile. Das ist jetzt meine, die ich nur für die Muster hernehme. Also nicht wundern. Und du willst einfach nur mal schön mattieren, drüber gehen, dass alle Partikelchen, die wo aufstehen, nicht mehr aufstehen, sondern alles glatt ist. Wieder abbürsten. So, und jetzt könnt ihr mit dem Glossy Shine oder mit dem Change ganz normal versiegeln. Ich habe jetzt einen Eternity Glossy. Ihr könnt einen Ultimo Shine nehmen, was euch gefällt. Ich nehme jetzt einen Glossy her. Und fertig ist ein wunderschöner Glitzernagel. Viel Spaß beim Nacharbeiten. Ciao!